Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin die Zockerbraut, wir sind hier auf Onas Hof, haben schon mit Bennett gesprochen, mit Lee gesprochen und mit Torloff gesprochen, mit Gorn auch. Zur Belohnung, dass wir Bennett befreit haben, hat er uns diese leichte Drachentöterrüstung geschenkt, die ist ja so viel besser als die mittlere, die wir hatten. Und ich freue mich, die ist so toll, die gefällt mir so gut. Lee hat uns auch einen Auftrag gegeben, wir sollen den Richter in der Stadt anschwärzen, also einen Beweis finden, dass er Dreck am Stecken hat. Er hat definitiv Dreck am Stecken. Hat wahrscheinlich mit diesem von ein paar Parts vorher gemeinsame Sachen irgendwas gemacht, werden wir schon sehen. Diese Beweise sollen wir dann Lee bringen, damit er diesen Richter bei der Miliz anschwärzen kann, damit er schön hinter Gittern verschimmeln kann. Es ist die beste Strafe für so einen Schnöseltyp. Und Torloff hat uns gebeten, so viele Suchende zu klatschen wie möglich. Das werden wir alles machen, werden wir alles hinkriegen, da bin ich zuversichtlich. Hallo Wolf, und schon eine neue Aufgabe gefunden? Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Das dürfte jetzt eigentlich gleich einmal der Fall sein, denn wenn wir zu Benga, zu Bengas Hof raufgehen, sofern wir da lebend draufkommen, wird er uns normal jetzt gleich mal darum bitten, ihm einen Söldner vorbeizubringen, der seinen Hof schützt. Und da kommt keiner besser in Frage als unser lieber Freund Wolf. Gut. Viel Blabla, ich weiß. So, wir sind jetzt um einiges stärker. Die Waffe ist leider immer noch gleich schlecht. Ich hätte noch Geld übrig. Soll ich noch bei Bennett schauen, ob er eine tolle Waffe für uns hat? Das Blöde ist nur, ich habe keine Lernpunkte übrig. Also zwei Händler lernen, das wird mir jetzt schwerfallen. Das wird sich noch nicht, dass sich daran was ändert. Aber vielleicht. Hast du jetzt verkauft oder Waffe? Ich glaube du. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Zeig mal. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Ich hab nichts gesagt. Ihr habt nichts gehört, ich habe nichts gesagt, ja? Nur fürs Protokoll. Nichts. Ich hab nichts gesagt. Der hat gar nichts. Bennett. Wenn er das nicht hast du vielleicht was? Ich glaube, der hat nur Rohlinge, ne? Zubehör zum Schmieden. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Wo hast du das denn schon wieder her? Da muss man mal ganz kräftig... Söldnergürtel, Minecrawler-Gürtel. Minecrawler-Rüstung gibt es tatsächlich wieder. Wer hätte das man gedacht? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Jo. Hat sich das jemals ändert? Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her. Was hat er denn da? Natürlich doch noch einen Erzbrocken für 200... Jo, den kaufen. Kaufen? Gleich? Auf der Stelle? Wir haben genug Geld. Bevor er verschwindet aus dem Inventar. Wie sieht's mit dem Zubehör zu? Was brauchst du? Blabla. Ich kaufe ihn trotzdem. Für den Fall, dass der Fall eintritt. So. Für den Fall, dass er vielleicht nochmal spawnen würde, wenn das nächste Kapitel da ist. Das wäre fein. Passt. Tschüss. Das scheint mal zu passen. Ja, mehr geht nicht. Wir werden noch mit unserer Einhandwaffe hier ein bisschen Spaß haben. So. Wie gesagt, normalerweise müssten wir jetzt recht viel verhältnismäßig mehr aushalten. Davon haben wir schon das nächste Opfer. Hierhin. Vielleicht haben wir eine Chance gegen den Zipfelklatscher. Ja, genau. Magie braucht ja nicht. Hui. Hui. Ja, schau mal. Oder doch nicht? Vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Es ist gar nicht viel besser. Deppen wieder einzufrieren. Ich hätte doch ein paar Eisblockzauber nehmen sollen. Ja.
Problem ist halt, dass wir keinen Schaden machen, ne? Aber trotzdem, ein bisschen besser ist es trotzdem. Jetzt weiß ich auch, kein Magieschaden. Das ist dann wirklich der Feuerschaden, auf den ich achten muss. Da wäre echt gut gewesen, wenn wir noch irgendwo einen Ring herbekommen täten tun. Der uns ein bisschen Schutz vor Feuer noch gibt. Kuckuck. Das wäre halt echt fein gewesen. Ich meine, der Schaden wird halt auch nichts bringen, ne? Ja, das hat nicht mal gescheit gelöst, ne? Da ist er. Uha, aua, du Trottel. Schau, wie der trifft. Ich glaube, für den Anfang ist es noch besser, wenn wir versuchen, diese Deppen auszuweichen. Ja, laden. Das wird so nichts. Versuchen wir weiterhin, diese Deppen da auszuweichen. Magie können wir, glaube ich, bei den Söldnern nicht kaufen. Also Schriftrollen, glaube ich, gab es nichts. So, hoffentlich sind die jetzt nicht überall. Das wäre jetzt nicht so klasse. Mal nochmal in die Stadt hatschen, um Eisblock oder so zu kaufen, das wäre... Was? Scheiße. Okay, es ist verseucht. Sie sind allgegenwärtig. Den kriegen wir nicht so leicht klein. Nein, nein, das haut so nicht hin. Okay, das ist jetzt ein kleines... Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil ich glaube, wenn wir zu Benga hochgehen, gibt es nämlich auch ein... Den können wir nicht ausweichen. Oder sogar zwei. Das Blöde ist, dass hier, glaube ich, wirklich niemand Schriftrollen verkauft. Ich wollte gerade sagen, nicht mehr, was ich glaube. Vielleicht doch. Vielleicht der oben beim Lee oben vielleicht, dass der was hat. In Klammer hoffentlich. Man weiß gar nicht mehr, was man noch glauben kann. Das wäre jetzt echt mehr als geholfen. Ich kann das nicht glauben. Meinst du, mir geht es besser? Und da fällt mir gerade ein, die alten Münzen müsste ich auch abgeben. Hey, Khaled, was hast denn du? Welche Waffen hast du anzubieten? Ich erzähl dir. Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Er ist gewandt, als ob Billia. Auch etwas, das wir führen können. Schwere Nagelkeule. Es war genauso, wie das, du es wird nicht besser. Ist das wirklich wahr? Ah, er hat auch einen Erzbrocken. Daran was ändert. Was ist eine schlimme Sache? Dann würde ich mal sagen, nachdem wir jetzt 4 Erzbrocken haben, Drachenjägerarmbrust. So oh lala. Von mir erfährt keiner was. Würde ich jetzt vorschlagen, wir haben jetzt wirklich 4, ne? Ich fürchte, ich habe drei nur. Ich habe so einiges gehört. Hatte ich nicht schon mal 2? Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Ach so, von Bennett. Oder was? Der hat das nicht gezählt, oder wie? Oder doch? Dann habe ich echt nur 3? Das ist natürlich zu wenig. Wenn ich Pech habe. Ich habe mir das schon gedacht. Ich glaube nicht, dass ich Schmiedenzubehör. Was brauchst du? Nein, nein, dann habe ich gekauft, tatsächlich. Dann habe ich den von Korlon mit Geräner gehabt. Das ist scheiße. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Du kennst dich doch nicht mal mit den Grundlagen aus. Ach so. Lerne erst mal ein ordentliches Schwert zu schmieden. Bla, bla. Und was, wie viel kostet mich das? Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Klar, das kostet aber eine Kleinigkeit. Sagen wir 30 Goldstücke. Das ist echt eine Kleinigkeit. Hier. Gut. Hier hast du 30. Und das war noch verdammt günstig. Wir können anfangen, sobald du soweit bist. Meine Meinung will ja keiner hören. Ein Lernpunkt, 2 braucht man. Ist natürlich logisch. Ist ganz klar, ich habe nur einen. Na gut, später dann. Wir haben natürlich doch noch gekriegt. Es war genauso, wie du sagst. Meinst du, mir geht es besser? Das kann ja nicht ewig sein. Was machen wir da? Ich wundere mich aber gar nicht. Meinst du,
Gut Glück. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Zu Errol könnte ich noch gehen, ob der noch Schriftrollen hat. Auf jeden Fall muss ich jetzt sakrisch aufpassen, dass die Suchenden mich jetzt nicht in die Finger kriegen. Aber man merkt, ein kleines bisschen besser ist es vom Feuerschaden her. Also, ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht komme ich durch. Ha. Für all jene, die sich gerade wundern, was ich da mache. Aber ich glaube, da vorne steht schon der Nächste. Den können wir nicht aus... Ja, ist schon wieder so weit. Den Deppen können wir leider nicht ausweichen. Es wäre halt echt schon viel geholfen, wenn ich noch ein bisschen Feuerschutz hätte. Ein Ring, irgendwas. Vielleicht hat noch der gute Errol irgendwas für uns. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wenn nicht, dann hat er nichts. Irgendwann muss das jetzt. Servus. Hey. Hast du noch was für uns? Handel ja. Und so? Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. So viel dazu. Stärke-Bonus-Amulett. Jo. Genau, ich hab... Was? Boah, da hätte ich fast was Falsches gekauft. So. Edles Kurzschwert. Nein. Es ist wurscht, was wir machen. Es wird nicht besser. Alles klar. Na gut, dann müssen wir es versuchen. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Irgendwie muss es ja gehen. Das gibt's ja nicht. Es kann ja echt nicht sein, dass wir mit unserem Buttermesser da nicht weit kommen. Weil es ist definitiv jetzt momentan auch, glaube ich, ein Ziel, dass wir die Suchenden plätten. Weil wenn wir wieder ins Minental zurückgehen, dann müssen wir uns ja, glaube ich, schon mit den Drachen anlegen, ne? Ach ja, nee. Gibt's wirklich, habe ich wirklich keine, ich glaube, ich habe keine Magie. Irgendwie jetzt nützlich wäre. Nee. Dann belasse ich einfach alles so wie es ist und hoffe mal aufs Beste. Da ist er. Halt die Klappe. Sie treffen halt auch immer, ne? Und hin. Ja, keine Chance. Das wird jetzt wieder eine Aufgabe für nicht aufnehmen. Und Barmaburi ist jetzt noch. Dann ist der Part eh zu Ende. Diese Bastarde, ne? Ich habe gedacht, das ist, zählt Magie, Schaden und Feuer, ne? Da ist er. Dem ist nicht so. Alter, schlag zu. Es ist mir halt auch ein totales Rätsel, warum die Waffen keinen Schaden machen. Da kann ich nicht echt beinhart so viel Rüstung haben, dass die Waffe nicht mehr durchkommt. Das gibt's ja nicht.
Du kannst ja auch gewisse Deppen nicht ausweichen, geht nicht. Den davon müssen wir zum Beispiel klatschen, ne? Und selbst wenn wir jetzt 20 Lebenspunkte mehr hätten, würde es nichts bringen. 33 Magieschaden. Ach so, ist sogar Magie. Feuer ist sogar extra. Passt schon, ist Magieschaden. Passt nicht. Gegen Feuer habe ich ausgerüstet gehabt. Ringmäßig, was hätte ich denn noch im Angebot? Ich weiß, ich bin nicht trödel darum, was soll man machen. Schutz vor Waffen. Mana-Bonusring. Schutz vor Feuer 5. Schutz vor Mana wäre nicht schlecht gewesen. Ja, der hilft alles nichts. Da müssen wir durch. Da ist er. Jetzt hat er die Waffe eingesteckt. Alter. Schaut, ich wollte hüpfen und hab aus Versehen die Waffe wieder eingesteckt. Sehr schön. Ja. Nein, das geht nicht. Ich wollte über die Flammen drüber springen, das geht natürlich nicht. Vier! Drück auf die 4! War das nicht ein Heilzauber? Da wird man echt böse langsam. Da ist doch Heilzauber. Auf der 5? Aha, natürlich. Jetzt auf der 4. Alter. Da wird man regelrecht sprachlos. Da ist er. Der die Waffe einsteckt, bis überhaupt mal schnallt, dass ich da eigentlich mich heilen will. Herzlich willkommen zurück. Da hat Gotik, oder besser gesagt die Mod, was weiß ich, keine Ahnung, irgendein Problemchen mit dem Ort hier quasi. Ich wollte das Spiel wieder laden hier, aber es ließ mich nicht. Jetzt hatte ich schon extreme Angst, dass ich gar kein Gotik mehr spielen kann. Aber zum Glück hat der 7er Spielstand gereicht, dass ich hier weitermachen darf. So, wir versuchen es jetzt nochmal, weil der Pat, Alter, ja, drei Schaden. Dreimal getroffen. Mal schauen, ob es mir lasst. Ja, schaut gut aus. Da hat es hier irgendwie einen Fehler gegeben, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich zu oft das Spiel geladen habe, hat es dann irgendwann mal gemeint, nein, aus. Ach, fick dich doch ins Knie, du alter Dodel, echt. Hat er jetzt einen Bug erwischt? Nein, natürlich. Wow, zweimal hintereinander. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Dann ist wieder auf 5. Ist logisch, ne? Ist jetzt wieder auf 5. Ich weiß nicht. Das ist, ja. Hab den Zauber extra auf 4 gelegt und gespeichert. Wahrscheinlich wieder nicht, keine Ahnung. Ich krieg die Krise. Jetzt schaut's einmal gut aus und mich foppt wieder mal der scheiß Heal, echt. So, ist's jetzt genehmer, du Arschgeige, du Dreckige. Da ist er. Das trifft er nicht. Das ist halt echt lächerlich.
Was habe ich jetzt für ein Glück? Bitte mach jetzt hin. Und heil. Passt. Und Schaden. Mag, Alter. Du bist echt zu kacken, zu blöd. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Ja. Geht ja. Warum nicht gleich so? Alter Schalter, ey. Warte, bevor ich irgendwas mache. Sofortigst speichern. Unten Reservespielstand noch oben dran. So. Wohin am besten? Dahin. So, alter Schwede. Pff. Echt, da pfeift man irgendwann aus dem letzten Loch. Was man da Glück braucht vor allem. Ist eine Frechheit. So. Hervorragend. Den einen Kerl haben wir jetzt auch geplättet. Sehr schön. Ich glaube, der Part ist auch zu Ende. Ihr Lieben, wir schauen dann im nächsten weiter, ja, wie wir hier noch vorankommen werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!